Ja, servus, servus, Freunde. Ja, ich bin immer noch dabei, mich so wieder ein bisschen ins Spiel zurückzufinden. Und ja, dementsprechend war ich gerade auf der Suche nach irgendeinem Spiel, wo US gespielt wird. Und ja, habe dann bei der Zuschauerfunktion gesehen, ah, der gute Strategos, den ihr ja kennt, auch aus meinen ja, Team-Game-Streams, spielt gerade US. Und dann dachte ich mir, ach komm, schaust du doch einfach mal da rein. Da sieht man dann auch was von den neuen Doktrinen und so. Und zusätzlich ist sein Gegner OKW und der Typ hat ja auch neue Doktrinen drin oder überarbeitete Doktrinen. Und ja, da dachte ich mir, vielleicht können wir da ein bisschen was lernen, mal gucken, wie momentan das Meta so ist. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir einfach mal. Überwachungsdoktrin, die Jäger sollen wohl ganz gut sein, gerade so im Moment. Ja. Und ansonsten, weiß ich nicht, viel wurde da eigentlich nicht geändert. Der Sektorenangriff funktioniert ein bisschen anders, aber ja, sollte jetzt nicht so der große Unterschied sein. Und ja, und es ist jetzt eine Archie drin, ist fürs 1 gegen 1 jetzt auch nicht so mega interessant. Elite-Panzer, mich würde dieses Ding da interessieren. Was das so kann. Ich glaube, der Panzerkommandant wurde ein bisschen stärker und ja, mal schauen, was der gute Strategos so treibt. Er hat sich hier für mechanisierte Kompanie entschieden. Ja, die Sechsen, ja, die Shermans, die waren vorher schon da. Die sind ganz okay. Jetzt nicht mega, aber ganz okay. Dazu dann, weiß gar nicht, was diese Ability hier ist. Irgendwas mit Fahrzeugen, also wie ich Strategos kenne, wird er das machen, dann werden wir das auch gleich sehen. Hier weiß ich es auch nicht, was hier anders ist wie bei dem normalen Rifle. Kein Plan. Muss mir tatsächlich mal die Patch Notes durchlesen. Und Waffenverbund ist ein bisschen eine unterschätzte Fähigkeit, die ist ja auch drin im hier schwere Kavallerie mit dem Pershing und so. Erhöhte Feuerrate für Fahrzeuge. Je nachdem, wie viel Infanterie drumherum steht, auch die Infanterie wird gebufft. Also das ist eigentlich echt eine ganz coole Ability. Ja, kommt aber recht spät und ist teuer. Mal gucken, was da abgeht. Das ist ein gutes Gefecht für Strategos. Das wird er gewinnen. Normaler Start, drei Rifles, Doppelsturm-Prio bei diesem Chinesenfreund hier. Bin ich jetzt nicht so mega davon überzeugt. War ich noch nie. Halte ich irgendwie nichts von. Das kann im Einzelfall echt mal ganz nice sein, aber im Normalfall zu teuer, zu lange Bauzeit. Ist nicht gut fürs Early Game eigentlich. Und ist jetzt auch nicht so die mega Close Range Map, wo man jetzt das unbedingt bräuchte. In dem Fall ist es jetzt natürlich nicht schlecht, aber andererseits, dieses Gefecht hier würde der Kollege auch ohne zwei Sturmpyros gewinnen. Ja, hier kommt die Chinesen-Taktik. Sehen wir schon, was er augenscheinlich vorhat. Die zwei Typen hier im Blob bewegen und ja. Geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Ah, hier ist das Fahrzeug. Wie ist denn das jetzt? Das hat man bei 0 CP, oder wie? Sehe ich das hier? Und dann muss man das jetzt bauen oder was geht ab? Da muss man 200 und kein Fuel. Ja, ein bisschen abgefuckt, dass die Beschriftungen hier nicht passen. Ach so, aber das ist der Lastwagen, der vorher auch schon drin war. Gibt hier gerade das Upgrade aus. Ja, gut. Gegen OKW tatsächlich nicht schlecht. Einmal die Faust-Ability noch nicht. Das jetzt hier in der Mitte einzusetzen, finde ich allerdings gar nicht mal so sinnvoll, denn der geht dann halt hier einfach ins Haus und dann ist scheiße. Wäre irgendwie ganz nice, mit dem Ding hierhin zu pushen zum Beispiel. Oder halt hier kommt nämlich schon der Chinesen-Blob. Es ist wirklich unglaublich, die spielen alle gleich, die Bastarde.
Lob und gib ihm. Macht's aber halt nicht mal gut. Steht hier einfach so in keiner Deckung. Bisschen spät, der Retreat von Strategos, aber das sollte noch gut gehen. Oh, macht sogar ordentlich Damage, das Ding hier mittlerweile. Ich meine, wird natürlich begünstigt davon, dass der Typ halt so dumm ist, um sich in grüne Deckung zu stellen. Ne? Hier wird auf den Cut-Off gepusht. So macht man das. Jetzt kommt hier ein Püppchen dazu. Und hier kommt jetzt dieser neue Rifle. Ach, der hat irgendwie Thompsons oder so. Ja. Und zwar wirklich alle. 5 Thompsons. Und hier kann man noch irgendwas upgraden. Weiß jetzt nicht genau, was das hier für Waffen sind, mit welchen Stats, aber die müssten ja auf Close Range ordentlich reinböllern, wenn gleich 5 Stück davon und so. Der Typ lässt sich ja wirklich ernsthaft von dem scheiß Lastwagen zusammenschießen. Ja, so eine Leuchte ist das nicht, so glaube ich. Püppchen hat er jetzt. Cut-off verliert er trotzdem. 6 Kills mit dem Lastwagen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Ding. Wäre 2 schon. So langsam sollte er da aber mal... Ah, er geht ja auch direkt auf Close. Aber ob das so ein gutes... Oh, das ist keine gute Idee, Kollege. Gegen den Sturmpire. Doch nicht. Das war teuer. Was ist denn mit dir? Ja, das war jetzt richtig Fail, das Gefecht. Na gut, vielleicht hat er das auch noch nicht so oft gemacht. Er dachte wahrscheinlich, okay, das ist, die sind voll böse auf Close und so. Sind sie wahrscheinlich auch, aber halt nicht gegen den Sturmpire im Haus. Jetzt kommt hier der Lieutenant, den man ja jetzt mit einer Bazooka aufrüsten kann. Schauen wir mal kurz, was sich jetzt hier am Tech-Tree geändert hat. Also Lieutenant, wie gesagt, ist er gegangen. Ah, genau. Und jetzt kann man sich entscheiden zwischen... Ach nee, das muss man taggen. Okay, also Lieutenant, da ist wie gewohnt das 50 Cal drin. Und der Lieutenant, den man jetzt mit einer Bazooka aufrüsten kann. Dann muss man diese Fahrzeuggeschichte taggen und kann sich dann entscheiden zwischen Stuart und M20. Ja, das ist sehr sinnvoll. Frage ist nur, warum sollte ich jetzt eigentlich noch hier den Kollegen holen. Weil es da Packs gibt und die Feldhaubitze oder was? Ach, und das Halbkettenfahrzeug ist jetzt da drin. Boah. Ja, gut. Also, weiß nicht. Der Lieutenant-Tag ist auf jeden Fall stärker als vorher, denn man hat ja immer so ein bisschen das Problem mit dem Anti-Tank. Wobei ich nicht weiß, ob jetzt eine Bazooka auf dem Lieutenant, also ich halte das irgendwie nicht für sinnvoll. Man kann ja immer noch einfach Bars taggen und dann den Etappentrupp mit Bazookas ausrüsten. Das halte ich irgendwie immer noch für sinnvoller, als dem Lieutenant seine Anti-Infanterie-Kampfkraft zu nehmen und ihm die Bazooka zu geben. Was aber ganz nice ist, ist halt, dass der Steward da jetzt drin ist in dem Tech-Tree. Das finde ich tatsächlich nicht schlecht, aber ansonsten auf Anhieb überzeugt mich das jetzt nicht so. Ich weiß auch nicht, kann man das ausgeben, ohne Bazookas auch zu taggen? Ja, so wie es aussieht schon. Was macht eigentlich der OKW-Freund? Der taggt jetzt und zwar T1. Ja. Er spielt richtig behindert, der Chinese. Schaut euch das an. Wenn man so kurz vor der Deckung abstoppt und sich nicht in Deckung stellt, das ist halt wirklich nicht gut. Das ist halt einfach nur so ein... Also, er ist halt mit Attack-Move unterwegs und dann halten die halt an, sobald sie eine Einheit sehen. Das ist halt, ne? So spielen sie, unsere asiatischen Freunde. Das muss nicht unbedingt schwach sein, es ist halt nur behindert einfach und nervt.
Aber sieht ja sehr gut aus für den guten Strategos. Alles gut gelaufen, abgesehen von dem Gefecht mit diesem Typen hier. Er hat auch gerade echt ein Manpower-Problem. Holt jetzt auch Heal. Das ist durchaus sinnvoll, denn nicht wirklich in guten Zustand seine Einheiten. Hier gibt es halt, hier kann man irgendwie halt eine gegnerische Einheit markieren. Gehen wir davon aus, dass man dann auch mehr Schaden kassiert. Das heißt, man muss wahrscheinlich sich in grüne Deckung stellen und es dann anwerfen. Ist echt ein bisschen nervig, dass die Beschriftung noch nicht da ist. Ich werde mir dann nochmal die genaue Beschreibung in den Patch Notes durchlesen müssen. Ich hasse das eigentlich, Patch Notes zu lesen, vor allen Dingen, wenn es zu viele sind. Aber ja, wenn das so bescheuert gemacht ist hier, dann hilft es ja nichts. Ja, 10 Kills, der Lastwagen, wirklich nicht schlecht. Aber jetzt, oh, wo ist der Scheiß? Ah, hier ist der gute Raketenwerfer. Das Gefecht wird er auch gewinnen, kann wieder auf den Cut-off pushen. Ja, da aber schön Minen gelegt. Unser fernöstlicher Freund. Ortegas wird auch, denke ich, die zweite auch finden, oder? Nee, das hat er nett gemacht. Er hat eigentlich damit gerechnet, wahrscheinlich, dass hier eine Mine liegt und ist deswegen halt darüber gelaufen. Gut antizipiert. Und wie wir ja sehen, ist es auch so. Kann nur sein, dass der Typ die Mine jetzt findet. Ja. Bam. Kaum habe ich ihn gelobt, schon macht er Scheiße. Also mit dem Typen läuft es wirklich überhaupt nicht gut. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung, was das sein soll. Wie gesagt, muss ich in den Patch Notes nachlesen. Smoke hat der Freund auch. Das ist gut, um als Close Range Einheit, um ja Smoke werfen und dann ranchargen, dass man währenddessen nicht beschossen wird. Das ist eine gute Sache. Was soll denn das hier sein? Ah, ja, aber Strategos hat alles im Griff. Heal von dem Typen hier. Ja, alles im Griff, außer das mit diesem Rifle-Trupp hier. Das läuft wirklich gar nicht, aber der Lastwagen räumt halt übelst auf, weil halt auch wieder der Typ einfach nicht die Grundlagen des Spiels offensichtlich kennt oder er scheißt halt drauf, was weiß ich. Warum stellt der Typ sich hier in gelbe Deckung? Erstens, wenn er von der Seite beschossen wird, bringt ihm die Deckung halt so grundsätzlich mal halt gar nichts. Und zweitens steht doch direkt daneben, einen Meter daneben, grüne Deckung. Was ist denn mit dem? Stell dich halt in grüne Deckung, du Noob. Ja, jetzt kommt hier wieder mal richtig gesehen, wie er den Auswahlrahmen um die zwei Einheiten gemacht hat. Oh, Nades von Strategos. Ja, hier kommt wieder Auswahlrahmen mit dem Doppel Sturmpierce. Das heißt, er bewegt wohl die Einheiten anscheinend nur im Zweierblob. Oh, böse Nate und der Full Unit Kill. Ja, das ist der Nachteil, wenn man halt so einen Scheiß macht. Weil man kann einfach die Einheiten nicht einzeln micron dann. Und ja, so hat er jetzt halt die Einheit verloren, weil er nicht in der Lage war, der Nate auszuweichen, weil er eben zwei Einheiten gleichzeitig im Auswahlrahmen hatte. Ja, Paradebeispiel, warum es halt schon auch sinnvoll sein kann, die Einheiten mal einzeln zu micron. Vor allem gerade in so einem Gefecht, wo es ja wirklich offenkundig, es passiert ja sonst nichts auf der Map. Also das ist ja nun wirklich gerade kein hochklassiges Spiel. Also was jetzt nicht an Strategos liegt, sondern an den UKW-Spieler. In hochklassigen Spielen hat man oft das Problem, dass halt an mehreren Fronten gleichzeitig gekämpft wird. Und dann kann sowas passieren. Aber es war ja nur dieses eine Gefecht gerade am Start. Und da sollte man dann schon das Micro aufbringen, um zwei Einheiten gleichzeitig einzeln micron zu können. Wenn man das nicht kann, dann herzlichen Glückwunsch, dann wird es halt grundsätzlich schwierig.
Bar von Strategos, oder? Hier kommt schon der gute Major und ja, Bar und Nates getaggt. Ist natürlich relativ munitionsintensiv. Aber die Nades haben sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich habe schon öfter gesagt, je schlechter der Gegenspieler, desto besser sind Nades. Schlicht und ergreifend deshalb, weil ja, je schlechter der Gegner, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er der Nade nicht ausweichen wird, was wir hier gesehen haben. Und ja, gegen gute Spieler sind Nades auch gut, aber würde ich dann eher erst später taggen. Da ist er. Also wenn man das im Late Game erst macht, ist derjenige dann nicht auf den Nade-Tag unbedingt vorbereitet. Dann erwischt man ihn dann doch mal, auch wenn der Gegner gut ist, auf dem falschen Fuß. Ja, die sind auf Close anscheinend schon nicht schlecht. Das Gefecht werden sie trotzdem verlieren. Kein Glück mit diesem komischen Close-Range-Rifle. Ja, und wenn eben viel auf der Map passiert und so weiter, dann passiert das selbst den besten Spielern, dass sie den Nade mal übersehen. Wie gesagt, bei Spielern in der Kategorie hier sind sie halt immer gut, weil Gegner halt nicht so die Leuchte ist. Aber der Lastwagen gefällt mir richtig gut. 13 Kills und das hier könnte der erste Full-Unit-Kill werden für Strategos. Nee, der zweite, ein Sturmpire ist ja schon draufgegangen. Ja, das Spiel ist im Prinzip schon durch. Eigentlich. Was mir nicht so gut gefällt bei Strategos ist, dass er kein 50-Kill bringt. Gerade so gegen so einen Blob-Noob. Die sind nicht schlecht und grundsätzlich 50-Kill im Prinzip das beste MG im Spiel. Da sollte man nie drauf verzichten, aus meiner Sicht. Hier kommt jetzt irgendein Arti-Scheiß. Von wem denn? Von dem Major oder was? Ja, das ist Major Arti. Ja, so ein Sperrfeuer-Ding. Aber er denkt sich jetzt wahrscheinlich, gut, scheiß auf Safety Kelly, ich bringe direkt einen Sherman. Sherman, hier, mittlerer, warte mal, wie hieß denn hier das? 380, 125. Der normale Sherman ist halt billiger. Also wenn der Sherman immer noch genauso ist wie vor dem Patch, wovon ich ausgehe, ich nichts anderes gehört habe, dann weiß ich nicht so richtig, ob sich das lohnt. Der ist halt ein bisschen stärker gegen Fahrzeuge, aber jetzt auch nicht so episch. Und zusätzlich denke ich mir immer dann, wenn ich unbedingt was einen Hardcounter gegen Fahrzeuge brauche, dann kann ich auch den Jackson bringen. Und der Typ hier ist halt viel besser gegen Infanterie. Aber schauen wir mal, wofür sich Strategos entscheidet. Der Typ ist halt einfach schlecht. Charged hier auch wieder auf den Rifle über rote Deckung. Also über rote Deckung chargt er auf zwei Einheiten zu, die in grüner Deckung stellen. Das sind halt wirklich die Basics. Ach, mit dem scheiß Ding kann man cappen? Oder sitzt da was drin? Da sitzt doch gar nichts drin, außer die normale Fahrzeugbesatzung. Das Ding kann cappen? Ist ja nice. Also wenn man mit dem Ding auch noch cappen kann, das ist ja wirklich richtig cool. Und gerade gegen UKW. Im Early noch kein Anti-Tank und so, also keine Fäuste. Da ist das Ding ja richtig nice, wenn man damit auch noch cappen kann. Da bin ich jetzt hier gerade verpeilt. Da steht doch nichts. Da ist doch nichts drin. Kommt wieder irgendwo Major Arti. Wo geht die hin? Ah, er hat tatsächlich so einen neuen Sherman gebracht. Beziehungsweise
Aufpassen. Das könnte zu spät gewesen sein. Jetzt über rote Deckung. Nee. Die STG-Freunde haben gerade nachgeladen. Ne. Ja, der OKW-Spieler will wohl halt T1, T4 spielen, beziehungsweise T3 halt mit P4, aber das läuft halt nicht, seit viel zu spät. Er wird den Fuel niemals reinkriegen, rechtzeitig, damit das irgendwie Impact hat. Schauen wir mal, wie gut der Kollege gegen Infanterie ist. Er ist nicht schlecht, aber der Sherman ist halt besser, der normale Sherman, mit der Anti-Inf-Munition. Trifft halt gar nichts. Er hat viermal geschossen, nichts getroffen. Weiß nicht, ob das jetzt einfach nur Pech ist oder grundsätzlich, aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein grundsätzliches Ding. Und wie gesagt, das bestätigt mich eigentlich nur in meiner Meinung, dass ich nicht so ganz weiß, wofür der gut sein soll, weil Anti-Tank schön und gut, aber dafür habe ich ja den Jackson und Anti-Impf ist einfach der andere Sherman besser und billiger. Hilft halt absolut gar nichts. Ja, herzlichen Glückwunsch nach dem sechsten Schuss. Ich glaube, Strategos hat hier gerade auch ein bisschen Pech und so, aber also das Ding ist schon okay, auch gegen Infanterie, aber so im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich sehe die Notwendigkeit nicht. Das könnte der nächste Full Unit Kill werden. Ne, gerade noch gepinnt vom MG34. Also habe ich hier gerade irgendwas verpeilt. Das wundert mich jetzt echt, dass das den cappen konnte. Naja. Nächste Nate, die hat er mal gedodged, der Kollege. Das T4 steht und so langsam kündigt sich dann auch mal der P4 an. Nur wie gesagt, der Sherman ist ja schon da, ne? Und Strategos hat im Prinzip schon hier fast die, oder selbst fast, er hat eigentlich schon die Manpower und den Fuel für den nächsten Sherman. Jetzt, ja, jetzt ist das Püppchen auch noch raus. Jetzt bitte das Püppchen zerstören. Ja, das Püppchen jetzt cappen mit dem, ne, dem Obersoldaten, das ist eine teure Geschichte. Das klappt sogar. Ja, schade. Ja, nächster Sherman im Bau für Strategos. Also er hat dann zwei Shermans gegen einen P4 und ein Püppchen. Das sollte reichen. Er könnte hier Smoke abwerfen, um hier nicht beschossen zu werden. Und dann durch den Smoke feuern. Major Arty jetzt noch auf das HQ. Das wird aber, glaube ich, nicht ganz reichen. Um es zu zerstören, hängt ein bisschen davon ab, wie gut die Arty trifft. Aber das sollte im Normalfall nicht klappen. Ein Schuss geht schon vorbei. Bin mir gar nicht sicher, selbst wenn alle Schüsse gesessen hätten, ob das geklappt hätte. Ja, wahrscheinlich schon, aber es passiert halt nie. Von daher. Hier haben wir wieder den Suicide Squad. Diesmal wird er das Gefecht aber tatsächlich gewinnen, denke ich. Full Unit Kill. Ja, wirklich keine Leuchte der Gegner. Hier wird repaired. Der zweite Sherman ist schon da. Ich sehe wirklich keine weiteren großartigen Probleme auf Strategos zukommen. Hier kommt der P4. Wenn er gut wäre, er weiß ja, dass der Rifle hier steht, würde er jetzt Bodenangriff hier durch die Hecke machen. Wo soll der Rifle stehen? Natürlich hinter der grünen Deckung. Mal schauen, vielleicht wirft er den Nate drüber. Nee, auch nicht. Er läuft einfach wie ein Idiot rein. Klar. Oh, Strategos haut da ab. Er sieht's nicht. Jetzt, ne, er hat's gesehen. Eine halbe Sekunde zu spät.
Ja, aber jetzt stellt euch mal vor, das ist halt der Unterschied zwischen dem richtig guten Spieler und so einem Average-Typen hier. Ein richtig guter Spieler wäre mit seinem Obersoldaten hier hingelaufen, hätte den Nate in die grüne Deckung geworfen und noch mit dem P4 drauf geschossen, dann wäre der Rifle unter Umständen halt gestorben. So passiert halt gar nichts, obwohl Strategos es tatsächlich sogar nicht gesehen hatte oder zu spät gesehen hatte. Das sind also die kleinen, aber feinen Unterschiede zwischen Full Unit Kill und juckt mich nicht. Ja. Ja, Tank-Überlegenheit plus Infanterie-Überlegenheit für Strategos plus Triple Cap. Läuft beim Kollegen. Muni fehlt so ein bisschen. Ja, das besser hier nicht reinzufahren, das ist riskant. Ohne Minensucher. Minensucher ist leider auf der falschen Seite. Den Minensucher dabei hätte, könnte er ja tatsächlich hier reinpushen. Was soll die Scheiße? Pack 43 oder was? Ja, fuck you. Eine schön Smoke geworfen, um mit dem Suicide Squad hier ran zu chargen. So macht man das. Das ist das, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Wird aber gepinnt. Läuft jetzt hier nicht so irgendwie. Ich meine, die Pack 43 ist natürlich jetzt schon nicht schlecht und so, aber am Ende vom Tag verhindert sie halt nur, dass Strategos ihn jetzt hier Base rusht. Im Großen und Ganzen ist es halt völlig Schnurz. Fährt er halt einfach nicht dahin. In der Situation jetzt hier muss er einfach nur abwarten, bis das Spiel vorbei ist im Prinzip. Also Strategos müsste jetzt hier wirklich Hardcore Mist bauen, um das Spiel noch aus der Hand zu geben. Hier könnte ich ja auch eine Smoke Nade werfen mit dem Etappentrupp übrigens. Ich denke, hier kommt aber. Achso, Smoke vom Major. Wäre mit dem Kollegen auch gegangen. Aber am Ende vom Tag ja egal, wer es macht. Fuel-mäßig sieht es auch wirklich sehr gut aus für Strategos. Das heißt, ja, nächster Sherman, kaum sage ich's. Wenn man so gut im Spiel ist und so und die Pack 43 dann irgendwie hier hinstellt oder so, dann kann das natürlich schon Pain in the Ass sein. So ist sie tatsächlich so defensiv, dass es Strategos nicht jucken wird. Und ja, die Siegmarken ticken unbarmherzig runter. Ist jetzt hier wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Und ja, der Kollege hier muss jetzt eigentlich pushen und kann es aber nicht, weil er viel zu wenig Infanterie hat. Und wenn er nur mal seine Nase hier aus seiner Befestigung hier steckt. Alleine mit dem P4 wird er hart auf den Sack bekommen. Also. Ja, hier sind die Shermans am Start und so. Eigentlich müsste der Kollege halt nach oben pushen und in die Mitte. Aber ja, er hat eigentlich tatsächlich die Armeekombination nicht kann eigentlich gar nichts machen, der Freund. Hier kommen die drei Shermans. Die sind auch markiert. Wer hat jetzt hier markiert? Ah, der gute Lastwagen. Das ist wirklich auch eine nice Ability. Fahrzeug markieren, das ist richtig cool. Ich bin nur nicht so ganz überzeugt davon, weil im Normalfall gegen einen richtig guten Spieler wird das halt sehr schwierig, dieses Ding hier so lange am Leben zu halten, im Late Game dann. Jetzt in so einer Situation ist es natürlich mega nice. Der P4 wird jetzt sterben. Die Frage ist nur, vor allen Dingen, weil die Pack 43 halt auch falsch ausgerichtet ist. Die Frage ist nur,
Der, der macht doch gar keine Anstalten, die Park umzubauen. Ja, jetzt, aber jetzt ist halt auch zu spät. Wäre sie direkt richtig ausgerichtet gewesen und das Püppchen auch, dann hätte das jetzt richtig übel werden können für Strategos, aber auch in der Situation macht der Kollege das halt alles andere als optimal. Er hat die Shermans doch schon gesehen, teilweise, und wenn nicht, dann zumindest gehört, dass die hier unterwegs sind. Dann muss ich halt auch die Pack dementsprechend ausrichten. Ja, und das war's jetzt. Ja, war halt nicht das hochklassigste Spiel, was, wie gesagt, nicht an Strategos lag, sondern der Gegner halt einfach nicht besonders gut war. Aber für mich persönlich und vielleicht für euch auch ganz cool, wenn man mal so ein paar von den neuen Geschichten gesehen hat. Gerade US wurde ja ein bisschen umstrukturiert. Ich habe schon ein bisschen was zugesagt. Das mit dem Lieutenant finde ich gar nicht so blöd, dass da jetzt der Steward available ist. Dass man dem Lieutenant eine Bazooka geben kann, weiß ich, mich persönlich juckt das nicht, weil ich würde eher halt trotzdem meinen, ja, man spielt halt Lieutenant 50 Cal und dann gebe ich halt Bars aus und gebe das lieber dem Etappentrupp, bevor ich dem Lieutenant seine Kampfkraft nehme. Wie gesagt, diese Änderung finde ich ganz nice. Wenn man Probleme mit leichten Fahrzeugen hat, kann man auch, wenn man auf dem Lieutenant-Tag sitzt, einen Steward raushauen. Das kann wirklich mal ganz nett sein. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob diese Änderungen das US-Meta so groß jetzt ändern. Was haben wir denn noch? Das Flak-Ding ist jetzt beim Captain. Ich weiß nicht, inwiefern das Sinn macht. Also man könnte halt das quasi als MG-Ersatz nehmen. Also wenn ich jetzt wirklich Captain gehen will, ist ja der Nachteil, ich habe kein 50 Cal verfügbar und dann kann man mit dem Ding halt so ein bisschen das als Suppression Plattform nehmen. Aber ich halte ehrlich gesagt immer noch den Lieutenant Tag für bessere Variante, einfach weil das 50 Cal halt einfach gut ist. Und gerade jetzt, wo ich auch noch zum Noten den Steward habe. Ja. Ansonsten die Doktrin hier. Die Typen hier sind auf Close Range offensichtlich ganz gut. Ja, ist halt stark map-abhängig, ob man die brauchen kann oder nicht, weiß nicht. Aber ich persönlich bin jetzt nicht so ein Fan von solchen Einheiten, aber es gibt sicher Situationen und Maps, wo die ganz gut sind. Die Shermans hier, also generell die Doktrin, der Lastwagen ist gerade gegen OKW ganz nice. Ihr wisst ja, OKW kann nicht fausten, bevor nicht das Hauptquartier steht. Deswegen kann man mit dem Ding schon ein bisschen Alarm machen. Ich muss mal gucken, woher das jetzt kam, dass man mit dem Ding cappen konnte. Also von daher ist das wirklich gar nicht so schlecht. Die Shermans hier bin ich nicht so der Fan von, habe ich vorhin schon gesagt. Als Anti-Tank kann ich ja den Jackson nehmen und der andere Sherman, der normale Sherman, ist halt billiger und besser gegen Infanterie. Und Waffenverbund kann, wie gesagt, ganz nice sein. Haben wir jetzt hier nicht gesehen, als nicht nötig war, aber naja. Ja, im Großen und Ganzen ist die Doktrin halt nicht scheiße, gerade gegen OKW, aber so richtig vom Hocker hauen tut es mich jetzt auch nicht. Ja, gut, aber genug gelabert. Das war mal so ein kleiner Einstieg in die neuen US Forces Geschichten. Denk ein bisschen, was haben wir gesehen von den neuen Sachen. Danke an Strategos dafür. Und ja, damit will ich es dann auch gut sein lassen. Von daher, wie immer, danke fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Spaß beim selber zocken. Bis zum nächsten Mal. Tschö.